Wir haben einen sehr wichtigen Auftaktsieg gegen Innsbruck gehabt. Und ja, da haben wir sehr, sehr gut gespielt. Wenn man gleich von Anfang an die gleichen Präsenz zeigen wie gegen Innsbruck, können wir sicher gegen Rapid 3 Punkte mit nach Hause mitnehmen. Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Gegen Innsbruck war eine starke Leistung von uns. Jeder hat für jeden kämpft und das wollen wir gegen Rapid sagen, dass das so ist. Ich glaube, das wird ein sehr spielreiches Match. Rapid ist eine junge, gute Mannschaft. Sie können super spielen. Man hat gesehen, dass sie gut ausspielen können und nicht nur einen Ball nach vorne dreschen. Und ich glaube, das wird ein gutes Spiel zum Anschauen. Die vorige Partie gegen Rapid haben wir 3-0 gewonnen. Also wir gehen mit gutem Gefühl rein. Es ist zwar eine ganz andere Mannschaft, jetzt haben sie gerade eine Siegesserie, aber wir sind uns sicher, wir können das schaffen. Wir gehen mit einem guten Gefühl in die Partie. Der Rapid ist knapp vor uns jetzt da und wir wollen das machen und dass wir weiter auf in der Tabelle kommen und dass wir weiter von unten wegkommen. Zuletzt gab es zwar eine Testniederlage, aber ich glaube, die Mannschaft ist trotzdem sehr gut drauf, oder? Ja, selbstverständlich. Also das gegen FAC, dass das Spiel abgesagt wurde, hat uns überhaupt nicht in den Rhythmus zurückgeschlagen halt. Und ja, wir haben halt ein Testspiel ausgemacht, hat mir, dass die was ausgefallen sind, dass sie Spielpraxis sammeln können. Und ja, und das hat uns überhaupt nicht aus dem Rhythmus rausgeschlagen und wir sind sehr, sehr gut vorbereitet auf Rapid. Und ja, das werden wir dann am Freitag dann zeigen. Also in der Herbstsaison waren wir nicht so gut daheim und da wollen wir jetzt halt sagen, dass wir daheim, dass es unsere Heimat ist. Und gegen Innsbruck auch hat man gesehen bei den Toren, die Fans stehen voll hinter uns und man merkt es im Spiel schon, dass die Fans auch wollen und dass sie uns danken, dass sie da sind. Und jetzt, wenn das zweite Heimspiel ist, werden wieder hoffentlich ein paar mehr kommen und dann Dramatibativ für uns. Die Teamchemie ist super, wir sind eine klasse Mannschaft, jeder tut alles für jeden und wir werden das machen. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft jetzt so kurz vor dem sehr, sehr wichtigen Match? Ist da ein bisschen Anspannung da oder seid ihr da ganz locker? Wir sind eigentlich ganz locker drauf, wir haben eine sensationelle Trainingswoche abgelegt und ja, uns sind sehr, sehr gut vorbereitet auf Rapid. Wir müssen halt sehr selbstbewusst auftreten, gleich giftig von der ersten bis zur letzten Minute draufbleiben und ja, da können wir was mitnehmen.